Achtung, schlechte Nachrichten für viele im B2B-Marketing da draußen. Cold Outreach und Kaltakquise per Telefon, E-Mails oder LinkedIn-Direktnachrichten funktionieren nicht mehr. Keiner will Massenmails oder unangenehme Kaltanrufe bekommen, ohne darum gebeten zu haben. Aber es gibt drei Wege, wie Outreach viel, viel besser funktioniert und Leute sich regelrecht freuen, dass ihr euch meldet. Nach dieser Folge kannst du sie für euch direkt umsetzen, inklusive Vorlagen zum Runterladen, die ich für euch vorbereitet habe. Los geht's! Ja, ich spreche ja täglich mit Marketingverantwortlichen, vor allem aus IT-, Software- und Consulting-Unternehmen im B2B. Und gerade in diesem Bereich haben viele schon ihre Erfahrungen gemacht mit Anbietern, die einfach massenweise kalte E-Mails an irgendwelche gescrapten Adresslisten senden oder die Direktnachrichten über den LinkedIn Sales Navigator rausballern, als ob es keinen Morgen mehr gäbe, die von morgens bis abends Leute am Telefon bequatschen, wo gar nicht klar ist, ob es überhaupt einen Bedarf gibt. Klar, das Gesetz der großen Zahlen. Natürlich kann daraus das ein oder andere Gespräch entstehen. Aber was sind die Opportunitätskosten? Hier sind die drei größten Gefahren. Erstens, enormer Brand Damage. Für einen Termin, der gewonnen wird, entstehen mindestens das Zehnfache an Personen in eurer Zielgruppe, die auf einmal ein schlechtes Bild von eurem Unternehmen, eurer Marke und euren Mitarbeitern bekommen. Und das in einer Zeit, in der Zielgruppenbesitz und positives Branding die wichtigsten Assets jedes Unternehmens sind. Ist das wirklich wert? Zweitens, eiskalte sogenannte Leads in den Gesprächen. Ich höre immer wieder, Michael, wir bekommen zwar ein paar Termine durch unsere kalten Mails, aber die Leute, mit denen wir dann sprechen, die haben oft gar keine Ahnung, wer wir überhaupt sind, was wir machen, wie wir ihnen helfen können und sind dann auch irgendwie ziemlich abweisend. Super, super anstrengend, kosteninneffizient und unangenehm. Drittens, ich bin zwar kein Profi, was das Rechtliche angeht, aber dass es nicht legal sein kann, einfach irgendwo irgendwelche E-Mail-Listen auf dem Schwarzmarkt sozusagen zu kaufen, sie in eure Systeme hochzuladen und dann massenhaft anzuschreiben oder anzurufen, das ist sogar mir klar. Und sind wir mal ehrlich, es ist auch einfach peinlich. Keiner von uns will kalte Sales-E-Mails im Postfach haben oder von Verkäuferarmeen angerufen werden, die einfach irgendein Skript ablesen und eigentlich gar keine Ahnung von der Materie haben. Das geht besser. Grundsätzlich bin ich ja großer Freund von E-Mail-Marketing und Telesales. Aber dann bitte so, dass man mit Personen aus der exakten Zielgruppe schreibt und spricht, die sich initial aktiv bei euch gemeldet haben, wodurch ihr dann wisst, dass sie ein Problem haben, einen Engpass, einen Schmerz, bei dem ihr wirklich helfen könnt. Und die euch, eurem Unternehmen, eure Teammitglieder, euer Angebot schon ein bisschen kennen und bereits Vertrauen, Beziehung, Nachfrage zu euch aufgebaut haben, weil sie eben schon mehrere Kontaktpunkte mit euch hatten. Hier sind jetzt drei Wege, die für uns und viele unserer Kunden gut funktionieren. Ich hoffe, sie sind auch wertvoll für dich. Ich habe euch wieder eine komplette Skriptvorlage als Schablonen vorbereitet, die du dann kostenlos aus unserem X-Hour-Downloads-Bereich herunterladen und direkt für euch nutzen kannst. Kommentier dafür bitte einfach Vorlagen unter die Folge, sodass ich dir den Link zusenden kann. Weg Nummer 1, Lead Generation plus Content-E-Mail-Marketing. Betreibe zunächst Lead Generation mit Werbeanzeigen, indem du Personen eurer exakten Zielgruppe ein wertvolles, hilfreiches, nützliches Stück Content, zum Beispiel als PDF, anbietest, im Tausch gegen ihre Kontaktdaten. Diese Leute tragen sich dann aktiv bei euch ein und bekunden damit, ja, ich habe einen Engpass, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt, hier sind meine Kontaktdaten, bitte sendet mir Infos dazu. Anschließend sendest du ihnen dann exakt auf dieses eine Problem abgestimmte E-Mails mit exzellenten Fachinhalten, die ihnen dann schon hilfreiche Tipps zum Lösen ihres Problems vermitteln. Das baut Vertrauen und Beziehung auf. Weg 2. Lead Generation plus das LinkedIn Messaging Framework. Nachdem sich Leads bei euch eingetragen haben und sie über LinkedIn Werbeanzeigen zu euch gekommen sind, da kennst du dann ihre LinkedIn Profil-URL. Du kannst auf ihr Profil gehen, fügst sie dann einfach als Kontakt hinzu, indem du ihnen eine Kontaktanfrage nach der sogenannten Schuhverkäufer-Nachricht sendest.
Und sobald sie deine Kontaktanfrage angenommen haben, gehst du ins sogenannte LinkedIn Messaging Framework über, das aus insgesamt 5 kurzen, knackigen und super angenehmen, überhaupt nicht verkäuferischen Direktnachrichten besteht, mit denen du dann auch herausfindest, ob ihr wirklich helfen könnt und ob die Person überhaupt offen für Hilfe ist. Falls ja, ergeben sich hieraus schon mit hoher Wahrscheinlichkeit gute Telefonate und Verkaufsgelegenheiten für euch. Wie die Schuhverkäufer-Kontaktanfrage und das Messaging-Framework genau funktionieren, habe ich in einer anderen Folge hier im Kanal ganz genau gezeigt. Wir verlinken diese Folge hier rund um diese Folge. Und im Xhauer-Downloads-Bereich findest du für beides exakte Skripte. Wie gesagt, einfach Vorlagen drunter kommentieren, dann kann ich dir den Link zusenden. Weg Nummer 3. Lead Generation plus nachgelagerter Telesales. Ja, man kann Leads natürlich auch anrufen, aber eben erstens nicht einfach komplett eiskalt und zweitens auch noch nicht 5 Minuten, nachdem sie sich bei euch eingetragen haben für euren Leadmagneten. Unsere Erfahrung: Warte ungefähr 21 Tage nach ihrer Eintragung und meldet euch dann telefonisch bei ihnen. Bis dahin haben sie dann nämlich schon einige hilfreiche E-Mails von euch gelesen, haben mit euch vielleicht schon bei LinkedIn gequatscht, haben weitere Werbeanzeigen im Remarketing von euch gesehen und waren vielleicht sogar auch schon mal bei euch im Webinar. Sie haben einfach schon deutlich mehr Vertrauen, Beziehung, Nachfrage zu euch aufgebaut. Wenn ihr jetzt anruft, dann ist das Gespräch auf einem ganz, ganz, ganz anderen, super freundlichen und herzlichen Level. Du merkst also, oder? Bei allen drei Wegen schreibst oder sprichst du nicht mehr mit eiskalten Kontakten, die euch gar nicht kennen und bei denen du gar nicht weißt, ob sie überhaupt einen Bedarf haben und ob ihr helfen könnt. Du kontaktierst plötzlich nur noch Personen, wo du weißt, dass sie zu eurer exakten Zielgruppe gehören, die ein Problem haben, bei dem ihr helfen könnt und die euch sogar schon ihre Kontaktdaten gegeben haben und euch damit gesagt haben, schickt mir Infos zu dem Thema. Hammer, oder? Und das ist eben dieser riesengroße Unterschied zu massenhafter Kaltakquise und Cold Outreach über Telefon, LinkedIn, E-Mails etc. So wollen Menschen im B2B heute einkaufen. Das kennst du ja wahrscheinlich auch einfach von dir selbst. Also nutzt gern die Skriptvorlagen zur Schuhverkäufer-Kontaktanfrage und dem LinkedIn-Messaging-Framework, die ich dir vorbereitet habe. Gib der Folge gern ein Like, kommentiere Vorlagen drunter, sodass wir dann hier auch gemeinsam den Algo ein bisschen anheizen und ich dir den Link zum Runterladen zusenden kann. Wenn du Hilfe brauchst beim Aufbau solcher Marketingmaßnahmen, dann schreib mich einfach jederzeit gerne mal auf LinkedIn an und dann schauen wir, ob und wie ich euch vielleicht helfen kann. Und um überhaupt erstmal die Leads zu generieren, mit denen du dann per E-Mail, LinkedIn, Telefon in Kontakt treten kannst, solltest du am besten Werbeanzeigen nutzen. Wie du LinkedIn-Ads unter Marktpreis schaltest und damit gute Leads für euch generieren kannst, das siehst du in diesem Video hier, das du dir gern mal als nächstes ansehen solltest. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Michael Assauer.